Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, einer richtigen Folge jetzt, sage ich jetzt mal. Auf der Map Bank als Angreifer mit Fuse. Ja, ich muss ja immer noch hier Russen und Franzosen spielen und ich habe mir gedacht, spielst du mal wieder Fuse. Fuse ist eigentlich ein ziemlich geiler Charakter. Meine Frau hat schon ordentlich Kills mit Fuse gemacht, ohne Witz, also Hut ab dafür. Ich krieg mit Fuse so gut wie gar nichts hin, ich habe nicht mal einen einzigen Kill mit denen gemacht. Aber sie schafft es so, als wenn's... Ja, also sie hat auf jeden Fall schon mal drei hintereinander gemacht. Hat natürlich auch ein bisschen was mit Glück zu tun, klar. Aber auf jeden Fall auch können. Scheiße, scheiße, die ist da nicht gut. Oh, fuck. So. Ja, ich habe gerade ein bisschen gesungen. Also gesungen. Ich habe einen Ohrwurm von einer Band. Aber richtig krassen Ohrwurm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so einen krassen Ohrwurm habt, dass ihr gar nicht mehr aufhören könnt zu singen teilweise. Das ist so krass. Also klar, das haben wahrscheinlich viele. Aber das ist wirklich heftig. Ich weiß nicht, ob ihr die Band Volbeat kennt. Wahrscheinlich schon. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich bin schon wieder so offensiv. Das ist nicht geil. Kumpel! Ah, warte, das ist gut. Kumpel! Das ist gar nicht gut. Ach man, Freunde, ey, müsst ihr das denn machen? War das gerade eine Ash? Ich glaube schon, war. Oh, oh, lalala. Lalala, das ist aber schön. Ah, geil. Zack! Hä? Was? Oh, wie ich geflogen bin, wie ein Vogel. Oh, oh Mann, dieses scheiß Nitro-Handy. Das ist genauso wie C4, ey. Ohne Witz. Es ist C4, aber... Komm, den macht ihr jetzt aber platt, ey. Kommt schon. Ey, meine Kamera ist immer noch da. Wie geil ist das denn bitte? Wow, wo ist denn der jetzt bitte? Egal, wir gucken mal Ash zu. Die schafft das. Die schafft das. Sie ist umkämpft. Sie ist umkämpft. Wie kann man so blöd sein, Mann? Oh, da kriege ich schon wieder Plack, Alter. Das geht gar nicht. Ja, komm, mach den jetzt platt, bitte. Mach deinen eigenen Landsmenschen da platt. Nice, nice. Da hat er das genutzt, dass der nicht schießen konnte. Oh, hat sogar noch ein bisschen Punkte gemacht. Oh, ich dachte gerade, das verlieren wir noch, ey. Immerhin habe ich einen Kill gemacht. Für mich war das jetzt keine schlechte Runde. Ich habe einen Kill. Ich bin zufrieden. Ja. Ich hätte ihn zwar schon eher killen können, aber naja. Was soll man machen? So, Kapkan, nochmal einen Russen. Dann bleiben wir jetzt auch bei dieser Folge mit Kapkan und, wie hatte ich das? Fuse, genau. Eine russische Folge voller Wodka und Bauer. Bauer. Nee, falls ihr die Band Volbeat kennt, ich finde sie ziemlich geil. Also die Lieder, es gibt natürlich auch Lieder, die finde ich jetzt nicht so pralle, muss ich sagen. Ich passe mir ja auf, dass hier keiner durchkommt. Warte mal, ich mache mal erstmal hier so ein Ding ran. Zack, ich muss ja nicht mal erklären, was die Spezialisten können. Das habe ich ja alles schon gemacht. Ah, die Dinger hier nerven. Das war verdammt. Wo ist das Ding hin? Es bleiben noch 10 Sekunden. Fuck off, ey. Oh, scheiße, ich muss da Wände, Dings machen. Nein. Moment. Nee, Moment, ich mach mal hier noch. Hier sieht man das fast gar nicht. Dann rennt man hier einfach so durch. Oder wir machen das ganz klug, wir machen hier einfach mal zu.
retardiert. So. Hier sieht man das kaum. Hier lasse ich offen. Hier sieht man das kaum. Das ist gut. Kann man hier noch machen? Ah, ich habe gar keine mehr. Okay, ich könnte noch Wände machen. Wände, Wände. Aber wo? Wohin mit den Wänden? Kann ich hier machen? Ja, hier kann ich sogar machen. Okay, gut. Dann zwinge ich die zum Laufen. Das war, glaube ich, gerade ein Fuse. Hat sich jedenfalls so angehört. Ich weiß nicht, ob die Wände jetzt wirklich sinnvoll sind. Das bringt nichts. Oben ist frei. Ist meine Dings schon weg? Nee, meine Sprengfalle ist noch da. Ach, oben ist einer. Okay. Okay, oben ist tatsächlich einer. Okay, ich werde jetzt mal ein bisschen die Fresse halten. Gegen Fuse, gegen und gegen zwei weitere, die wir nicht kennen. Twitch. Der hat versucht wegen der Stolperfalle. Okay, da ist jetzt einer. Da hinten müsste noch einer sein. Fuck, 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 fuck. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Letzter verbleibender Gegner. Wir haben unsere Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Oh. Ey! Eliminiert, Mission erfolgreich. Penner! Geile Runde, hat Spaß gemacht. Das war eine schicke Runde. Ich bin nicht mal gestorben. Geil! Ja, ich wollte ihn demütigen. Ich wollte ihn messern eigentlich, aber okay, gut. Was soll's. So, Fuse. Fuse habe ich jetzt genommen, also bleibe ich auch bei Fuse. Bei Fuse, mein Gott. Verschluckt. Ja, ich bin gut drauf. Denn Schule hat wieder angefangen. Yes, geil. Also Berufsschule, geil. Viele haben ja gesagt, Berufsschule ist schlimmer als Oberschule oder als Allgemeinschule. Aber ganz ehrlich. Grundschule war schrecklich. Oberschule war anfangs scheiße, also ging so und dann wurde es besser, also gut. Und Berufsschule ist einfach nur awesome. Ist einfach irgendwo so. Komm, jetzt machen wir den Jumper. Ich hoffe, hoffentlich bringt das was, dass ich jetzt hier so geil gejumpt bin. Ernsthaft, das bringt nichts? Wow. Das ist echt enttäuschend. Ich dachte, jetzt hätte ich hier sowas, weißt du, wie so einen geheimen Weg. Wo ist denn das Ziel? Ach, guck mal, ist ja genau nebenan. Quasi. Schade, dass da kein Lüftungsschacht war. Also kein Mini-Lüftungsschacht. Das hätte so ein Jump'n'Run-Freund wie mich. Oh, scheiße. Schon echt gefreut. Oh. Noch 5 Sekunden. Hallo. Ich bleib einfach mal hier. Lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ein Glück gibt das keinen Fallschaden. Ja, ich bin jetzt übervorsichtig.
Ich freue mich auch schon auf die neuen Operator. Ganz im Ernst. Jetzt, wo ich das Spiel wieder spiele, habe ich schon wieder richtig Bock drauf. Ah, du gehst vor? Ah, Termit, du bist aber zu wichtig für uns. Ich wusste es. Ich habe es so geahnt. Ich habe es so verdammt nochmal geahnt. Ihr könnt es gar nicht glauben, wie sehr ich es geahnt habe, ne? Ich wusste es. Ich hoffe, da kann man so durch. Du bist so eine Muschi. Oh Gott, wenn ich da durchgesprungen wäre, dann... Ach du Scheiße, wäre ich sowieso gestorben. Ah. Nein, jetzt verkacken wir das auch noch. Tachchen! 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 Ja, ja, du Arschloch. So, wie kann ich noch zu... Oh, Ash. Ash ist bestimmt spannender. Was macht der da? Ja! Legitim, der leckt nur ein bisschen. Ist sonst alles in Ordnung. Ah, nee, kann man ja gar nicht zugucken. Ist ja Krebs. Toll, meine Kamera ist natürlich kaputt. Oi. Der hat sie nicht gesehen? Da war doch gerade einer. Ich hab dich doch gesehen, Bitch. Hi. Hi. Oh nein. Ach, Ash, Mensch. Oh, Blackbeard. Blackbeard könnte echt den Arsch retten. Aber vier Leute? Nee, danke. Und gegen einen Puls. Oh, oh, da ist einer. Rette doch mal deinen Mate, Mann. Alter, du sollst deinen Mate retten. Was bist denn du für ein Arschloch? Nice, nice, nice. Nein! Nein! Nö. Ach, lol. Die haben gerade mal einen Punkt gemacht. Oh, okay. Ich dachte, jetzt haben wir schon verloren. Ja gut, wenn die jetzt erst einen Punkt haben, dann ist ja noch alles offen. Mensch. Könnte sogar noch eine schöne lange 20-Minuten-Runde werden. So, ich bleib natürlich bei Kapgan. Mann, ich will dieses Assassin's Creed Outfit. Es sieht einfach geil aus. Da muss ich sagen, sieht das Outfit besser aus. Okay, die Tarnung habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Aber beim Watch Dogs Ding sieht halt die Tarnung besser aus. Als das Outfit an sich. Und der Talisman, der ist mir eigentlich immer relativ egal. Da finde ich den von Assassin's Creed sogar, glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Oh, bitte nimm einen. Ach man, Big Boy. Bist du in Level 1 oder was? Das kann natürlich sein, dass der Level 1 oder so ist. Aber mit Level 1 hat man doch schon, zwei. Oh, das hier wird lustig. Ich mache einfach mal alles zu. Ist scheißegal, ob die den Behälter finden, ganz im Ernst. Oh. Penner. Es bleiben 5 Sekunden. Scheiße, ich muss noch mehr Dings machen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wandverstärkung angebracht! Wandverstärkung angebracht! Ach Mensch. Oh, was war das denn? Schnell weg da, schnell weg da. Das war jetzt uncool.
Schnell, schnell, schnell. Hier nochmal eins. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Oh, scheiße, ich hab gar kein Schild. Ich hab eine andere Idee. Was macht der da bitte? Ich mach das hier ran. Alter, die machen die alle im Alleingang hier fast schon. Zwei. Zwei könnten noch den Nur noch ein Gegner übrig. Ich hab den echt gar nicht gesehen. What the fuck? Wo ist denn jetzt der Blackbeard hin? Ich hab den wirklich gar nicht gesehen. Vielleicht finden wir den ja. Hier die Kamera werde ich jetzt mal bekämpfen. Hier könnte der durchkommen. Hier eher nicht so. Da war gerade irgendwas. Hier ist auch nichts. Da ist er. Ach komm schon, der war da gerade. Schnell, 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 wo ist er? Jawohl, aber gewonnen. Yes! Zwei Kills immerhin, was ist doch in Ordnung. War auch eine lustige... Boah, das war nice. Schöner Headshot. Das war auch eine lustige Runde. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall besser als die letzte. Und es ist eine schicke 18-Minuten-Folge geworden. Ist doch geil. Was will man eigentlich mehr? Was will man mehr, Mensch? So, in der nächsten Folge... Die nächste ist dann die 13. Ja, glaube schon. Ach, ich muss eine Terroristenjagd als... Oh, ich muss eine Terroristenjagd machen. Ups. Ja gut, das war dann mein Fehler. Ich dachte, ich müsste jetzt Multiplayer... Naja, ist auch egal. Dann werde ich jetzt in der nächsten Folge, die nehme ich noch auf. Ich mache ja 3 Folgen jetzt. Werde ich mal gucken, was ich spielen muss. Im Ubisoft-Club gucke ich einfach mal nach Herausforderungen. Und falls ich da nichts wirklich Brauchbares habe, was ich aber nicht denke, dann werde ich einfach aus meinem Bauch heraus meine Lieblings-Operator nehmen. Gut, dann bis zum nächsten Part von Rainbow Six Siege. Haut rein und ciao.